Heute ist es soweit. Heute ist verdammt nochmal, gut, habt ihr eigentlich alle schon gesehen, die verdammt nochmal 300. Folge von Siedler 5, den Spielerkarten. Herzlich willkommen, ich fasse es gar nicht. Wir sind tatsächlich seit etwas mehr als 5 Jahren jetzt damit beschäftigt, hier irgendwelche Spielerkarten rauszuballern. Und das geht natürlich auch munter so weiter. Und deswegen ist es natürlich ein super passendes Zeichen, dass wir heute mit Dario am Start sind. Und ich werde das natürlich umgehend alles nutzen, um hier so richtig schön, mich auszutoben. Und schon mal ein paar Sachen zu bauen und natürlich viele, viele, viele tolle Sachen zu erledigen. Ist das nicht schön? Wer von euch, also schreibt mir auch mal bitte in die Kommentare, wer von euch von Anfang an dabei war? Ich meine, es gibt ja einige, die immer wieder schreiben, oh, ich habe schon vor 5 Jahren, ich habe schon vor 8 Jahren geguckt, als du mit dem ursprünglichen Let's Play angefangen hast und so weiter. Und von daher ist das schon ziemlich cool. Aber jetzt sind wir hier bei 300 Folgen. Das heißt, ich glaube, am Anfang waren die Folgen noch nicht eine halbe Stunde lang, sondern nur 20 Minuten, weiß ich jetzt nicht. Aber wären es eine halbe Stunde, ich glaube, ja, dann wären wir bei 150 Stunden Spielzeit etwa. Und ich habe ja manchmal auch ein bisschen überzogen, also sogar mehr. Ich glaube, kommt wahrscheinlich im Endeffekt ziemlich gut hin. Ah, krass, ne? Gut, ist nicht so viel, es ist halt nur zweimal in der Woche, deswegen zieht sich das Ganze halt wirklich über 5 Jahre. Aber es ist halt echt... Es ist halt echt mega krass und ich habe halt keine Uni gebaut. Das ist, ich bin ein Trottel. Das muss ich erstmal ein bisschen, muss ich erstmal Lehm hacken, damit ich mir gleich eine Uni leisten kann. Ach Gottchen, habe ich so viel gequatscht, dass ich hier überhaupt nicht mehr drauf klarkomme. Wahnsinn, ne? Sehr wohl. Ja, also was soll ich sagen? Zur Feier des Tages, was soll man machen zur 300. Folge? Ja, wir sind halt mitten in der Mission, ne? Ich hätte natürlich ein schönes PvP machen können gegen irgendjemanden. Oh, hier sind gar keine Gegner in der Nähe, dann kann ich ja weiterlaufen. Schönes PvP machen oder was auch immer, gibt bestimmt einige tolle Sachen. Aber wir wollen hier mit der Mission natürlich weitermachen. Das ist ja die 300. Folge von den Spielerkarten, ne? Nicht von irgendwas anderem. Und dementsprechend... Oh, hier laufen sogar Kundschafter durch die Gegend und so, es ist ja Wahnsinn. Dementsprechend habe ich einfach überlegt, wir werden jetzt einfach in dieser Folge, mal sehen, ob ich das wirklich durchhalte und wie lang die Folge dann wird, wir werden einfach diese Folge, in dieser Folge diese Mission beenden. So, habe ich mir jetzt einfach so vorgenommen. Wir spielen jetzt einfach so lange, bis diese Mission vorbei ist, damit einfach Dario bis zum Ende uns begleiten kann. Ist dann für euch ein bisschen länger zum Anschauen, ein bisschen mehr zum, ja... zum Verstückeln, weil ihr das wahrscheinlich nicht in 1 sehen werdet. Haben wir mit denen irgendwie Seckau? Ah, die heißen tatsächlich nur Seckau. Okay, ich dachte beim ersten Mal stand Steckau. Ja gut, vielleicht war da ein Schreibfehler oder ich habe mich wie immer verlesen. Kann natürlich auch wieder sein, ne? Klassisch. So, jetzt können wir theoretisch sogar weglaufen hier oder hier rumlaufen. Hier passiert nichts. Wir sind schon mal 200 Leben. Yay, gleich kann ich eine Uni bauen. Okay, das sind ein bisschen viele Tore, würde ich sagen. Ja, echt die chinesische Mauer hier. Naja, sieht halt so wie ein geiles Torhaus aus. Gefällt mir. Nice. Nett gemacht. Gut. Wahnsinn. Ich habe schon auf diesen Moment hingefiebert, dass wir hier bei dieser 300. Folge sind. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, wenn sie rauskommt. Und generell, schreibt mir eure Kommentare, was auch immer ihr alles haben möchtet, was ihr sehen möchtet demnächst und so weiter und so fort. Bitte sagt mir Bescheid. So, was sagen unsere Leibeigenen? Wir können erstmal ein paar mehr Leibeigene ausheben. Das ist schon mal ziemlich gut. So, die Lehmgrube... bräuchte auf jeden Fall ein Wohnhaus, damit sie ein bisschen effektiver arbeitet. Das werden wir auch demnächst in Angriff nehmen. Einfach damit wir... Auch hier haben wir nicht so wahnsinnig viel Lehm, ne? Auch da sollten wir uns vielleicht eine Ziegelhütte holen. Früher oder später. Ich könnte mir eigentlich vielleicht tatsächlich direkt eine Ziegelhütte holen, wa? Wir haben auch nicht so viel Stein. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel. Ne? Aber gut, ein Steinbruch wird hier schon irgendwo rumhängen. So, machen wir erstmal eine Hochschule. Bauen wir uns erstmal eine Hochschule. Die baue ich mal irgendwo hier hinten hin. Dazu habe ich jetzt so gar keinen... Ich weiß nicht, warum ich sie da hinten hin baue, aber... bezahlen ihre Steuern.
Einer eurer Bergmänner ist sehr traurig. Sehr traurig. Weil die Steuern zu hoch sind. Naja, das ist schade. So, dann können die beiden jetzt hier schon mal zu den Steinen gehen. Und ja, danach müssen wir natürlich schauen, wie es hier weitergeht. Mit anderen Rohstoffen und so weiter. Okay, hier geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Wir haben tatsächlich hier bislang keine hier unten wird ja auch garantiert irgendwo ein Steinbruch sein, ne? Vermutlich. Hier liegen auf jeden Fall ein ganzer Haufen Steine rum. Hier liegt ein Haufen Steine rum, Entschuldigung. Ich hab getan, was ihr wolltet. Da wird es doch bestimmt eine Möglichkeit geben. So. Ach so. Wir haben tatsächlich bereits alles erforscht. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächsten. Ja gut, jetzt haben wir sie gebaut, jetzt behalten wir sie, damit wir noch ein paar Taler bekommen. Und da ist ein Kundschafter. Wird erledigt. Achso, okay, gut. Und wieso steht jetzt hier ein Dieb rum? Was macht der hier? Genug Taler. Ah, wir haben jetzt echt schon alles erforscht. Okay, geil. Dann würde ich sagen, brauchen wir ein wenig Holz. Wir bräuchten auch mehr Lehm. Mehr Lehm, mehr Holz, Steine. Aber vor allem Holz, ne? Warte mal. Geht mal hier hin. So, die hacken hier Steine. Wir hacken Holz. Hier ist dieser Kundschafter. Ja, quatschen wir mal mit dem, ne? Was sollen wir sonst machen? Guter Bauplatz ist hier knapp. Vielleicht sollten wir dieses Stück Sumpf vom Wasser befreien. Oh, und dann kommen wir jetzt rüber zu Helias in seine Siedlung. Oh, das wäre natürlich nice. Das wäre ja krass. Dann würden wir darüber kommen. Wie? Gut. Ach so. Vielleicht sollten wir das vom Wasser befreien. Flucht weg. Wie? Wie jetzt? Wie ihr wünscht, mein Einfach so. So gut ich kann. Einfach so. Okay. Der Tag der Abrechnung. Und sollt bezahlt. Oh. Oh. Die Steuern sind noch auf hochgestellt. Ihr habt nicht genug Tage. Hoppala. War ich das? Hab ich das gemacht? Das war so nicht geplant. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte, meine Lieben. Das wollte ich nicht. Achso, nein, ihr sollt hier drüben hier ein bisschen Platz schaffen. Ja, toll, das habe ich natürlich ganz toll hingekriegt. Hä, wann habe ich denn die Steuern hochgestellt? Ah, das letzte Kerberos-Fragment. Ja. Okay, wir haben schon mal alle 6 Kerberos-Fragmente. Ja. So Moment, wo können wir jetzt hin? Wie ihr wünscht. Ja, nee, okay, wir kommen tatsächlich nur hier unten rein. Wir kommen nicht darüber zu Helias Gebiet. Naja, gut. Okay, und hier wäre dann einfach nur mehr Bauplatz, wo wir dann vielleicht irgendwie Kasernen oder sowas hinknallen können. Weiß ich nicht. Ich gucke jetzt mal ins Auftragsbuch. Siedlungsbau. So. Wir sollten nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Baut nicht zu nah an den Stadtmauern. Ja, mein Gott. Ist das zu nah? Ich meine, die sehen uns noch nicht. Wie ihr wünscht, meine Herren. Ich habe schon wieder komplett verkackt. So, da ist dieser Dieb, mit dem wir quatschen können. Aber ich brauche noch einen Steinbruch. Gibt es hier keinen Stein? Doch, hier unten vielleicht. Vielleicht hier. Da könnte es einen geben. Weiß ich nicht. Okay, das ist schon ein bisschen gefährlich hier, ne? Aber die werde ich sowieso irgendwann abreißen. Sollte ich vielleicht direkt machen, ne? Aber es gibt uns Taler im Moment noch. Und Taler können wir immer gut gebrauchen. Dementsprechend lassen wir das Ganze mal. Hätte mir eigentlich auffallen müssen, weil ich schon sämtliche Gebäude bauen kann. Dadurch hätte mir ja eigentlich auffallen müssen, dass es, zumindest schon mal ein paar Sachen hier so gibt. So, also wir brauchen eine Ziegehütte und wir brauchen natürlich eine Steinmetzhütte. Aber da wir tatsächlich nicht so viele Steine haben, würde ich sagen, die Steinmetzhütte ist wahrscheinlich sogar wichtiger. Muss ich doch mal hier vorne direkt ein bisschen Platz schaffen, oder? So. Ja, versucht mal hier ein bisschen Platz zu schaffen. Ihr kommt da auch mal mit hin. Damit wir vielleicht direkt hier vorne dann eine Ziegehütte hinbauen können. Steinmetzhütte meine ich natürlich. Dazu brauchen wir natürlich doch deutlich mehr Lehm. Ja. Wieder mal. Okay, ich könnte das Ding schon ausbauen, aber das braucht Steine. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich möchte ein bisschen... Okay, doch, wir haben da 6000 Steine. Das das reicht schon, das passt schon. Das passt schon. Okay, dann bauen wir doch erstmal eine Ziegehütte. Hierhin. So.
Bauen wir mal eine Ziegelhütte. Und dann, haben wir den kriegen wir noch ein paar mehr Arbeiter und ein bisschen mehr Lehm. Oder soll ich das einfach abreißen? Ja, komm, ich reiß die Hochschule ab. Mir geht es gar nicht gut. Ist schön, gibt uns ein paar Rohstoffe zurück. Können wir direkt ein Wohnhaus bauen hier für die Lehmgrube. Und ja, das Ganze dann natürlich weiterführen. Guck mal, Steinmetzhütte können wir hier tatsächlich sogar hinbauen. Das passt. Ja, mal sehen. Okay, und wir können tatsächlich keinen Steinbruch bauen. Okay. Das heißt, sämtliche Steine müssen wir abhacken. Na gut, von mir aus. Reden wir doch schon mal mit dem... Wie ihr wünscht, meine Herren. Mit dem Typ hier. Beziehungsweise vorher speichern wir natürlich, ja, bevor wir das machen. Genug Wohnhäuser durchlaufen. Das ist klar. Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, ja. Machen wir doch, logisch. Es ist Zeit. So, Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Bauen wir hier ein Wohnhaus hin direkt. Ist eigentlich egal, ne? Bauen wir erstmal ein Wohnhaus auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon wieder nicht mehr genügend Lehm. Ich wollte jetzt eigentlich gerade die Steinmetzhütte bauen, aber na gut. Kommt schon gleich, wir haben gleich genügend Lehm wieder rum, um dann eine Steinmetzhütte bauen zu können. So, und ich speichere mal kurz. Oh Gott, sind das jetzt hier viele Spielstände. Ja, mal schauen. Dübelim. Wie können wir denn sonst noch dieses Jubiläum feiern, ne? Gute Frage. Was können wir denn noch Schönes machen? Naja, erstmal mit dem Typen hier quatschen. Was hat der uns zu sagen? Ja. Kollege? Der Roman. Dario, ich mache mir einen zu Sorgen. Wir müssen etwas unternehmen. Ihr müsst irgendwie in die Stadt gelangen und meinen Freund Robert finden. Roman und Robert, die sind also auch schon wieder gut befreundet, weil sie natürlich beide Roh haben, ne? Die kommen bestimmt auch, die schreiben Bücher vom Roh-Roh-Roh-Verlag, ne? So. Um mal wieder eine schöne Anekdote einzuwerfen. Wir müssten wahrscheinlich über die Stadtmauern klettern, wahrscheinlich, ne? Nun denn, wie komme ich denn in die Stadt? Die Tore scheinen geschlossen zu sein. Ja, über die Stadtmauern klettern. Ich lege mich auf die Lauer und beobachte das Südtor. Sobald jemand das Tor öffnet und die Stadt verlässt, sage ich euch Bescheid. Okay. Okay, und dann sollten wir eigentlich Ari herbeirufen, denn Ari müsste uns dann, ja, vielleicht mit ihrer Tarnfähigkeit mal wieder aus der Patsche helfen. So, die Zeit, bis Dario die Stadt infiltrieren kann, wird euch oben angezeigt. Na, ja. Toll. Vielleicht will Dario die Stadt aber auch noch gar nicht infiltrieren. So gut ich kann. Ja, mein Lord. Hat darüber schon mal jemand nachgedacht? Vielleicht will Dario das gar nicht. Naja, gut. Was soll's. Sicher. Was soll's. So, wir haben 300. Dann bauen wir jetzt hier eine Steinmetzhütte. Mach ich nicht. So. Der Tag der Steinmetzhütte wird da hingeknallt. Ja, dann kann jetzt nicht mehr viel Lehm veredelt werden, leider. Aber das ist okay. Wir sorgen erstmal dafür, dass hier überhaupt ordentlich was zustande kommt. Da sind ja auch nochmal Steine. Also Steine haben eigentlich auch echt eine gute Menge. Sollte kein Problem sein. Also in 6 Minuten kann Dario das Ganze infiltrieren. Da sind wir mal gespannt. Da sind wir doch mal gespannt. So. Ihr benötigt mehr Lehm. Ja, wir benötigen mehr Lehm. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen Lehm hacken. Es gibt nicht. Ah, okay. Und die veredeln hier. Sehr gut. Die sind jetzt schon dabei, hier ordentlich zu veredeln. Und da können wir dann noch eine weitere Ziegelhütte hinknallen. So. Ein paar mehr Leibis. Ihr habt nicht genug Taler. Ja, nicht genügend Taler. Okay. Ja. Erstmal nur eine kleine Wirtschaft aufbauen, ne? Das war erstmal ein bisschen... Ihr benötigt mehr Lehm. Ihr benötigt mehr Lehm, ja. Wenn's denn sein muss. Dass wir erstmal hier alle Leute zufriedenstellen. Wir haben ja nicht so viele Leute, die hier wirklich Probleme haben, ne? Wir brauchen zwar ein paar Bauernhöfe und Wohnhäuser und sowas, aber an sich sollte das passen. Nicht genug Lehm. Ja, okay, ein bisschen mehr Lehm brauchen wir noch. Ja, bauen wir trotzdem erstmal ein Wohnhaus hier. So. Ich hoffe, da gehen auch direkt die Steinmetze rein. Nicht, dass das dann die Ziegler von hier sind oder womöglich die Leute von hier. Das wäre ja noch schlimmer.
Okay, ansonsten... Ach, wir können... Stimmt, wir können das ja auch direkt ausbauen, wenn wir denn wollten. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, ich baue hier direkt noch eine weitere Ziegehütte hin. Mach ich nicht. Ein paar mehr Leute, die sich drum kümmern können, Lehm zu veredeln. So, alles, was wir da haben, ist schon mal erledigt. Gut, also Dario ist kurz davor, das Ganze infiltrieren zu können. So, noch mal ein paar Leibeigene. Sind wir bei 30. Das sollte uns auch reichen. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Plätze. Wo geht ihr hin? Auch Lehm hacken? Ja, wahrscheinlich, ne? Natürlich. Auch ein bisschen Lehm hacken. So. Macht ihr mal noch ein bisschen mehr. Ich hab getan. Noch ein weiteres Wohnhaus hier hin. Ihr habt so. Nicht genug Wohnhäuser durch. Mal schauen, wie sieht's hier gleich aus? Einige Siedler haben nicht. Ja, das ist natürlich. Das wird natürlich noch ein bisschen sich hinziehen, alles. Aber mal gucken. So, kleines Wohnhaus ist gleich fertig. Ja, okay, da gehen Bergmänner rein. Das habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wir müssen hier ein Wohnhaus für die Bergmänner hier machen. Aha. Fertig, Meister. War ja zu befürchten. Einige Siedler haben keinen so, Platz zum aber jetzt sind wir schon fast so weit, dass das alles einen guten Gang gehen kann. Denn fehlen nur noch 4 Wohnhausplätze. Das ist doch schön. So, geht ihr hier auch mit Lehm hacken. Ordentlich Lehm hacken. Oder wir werten das Ganze auf für 50 Holz und 150 Stein. Muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Okay, die Steinmetze sind schon mal hier. Sehr gut. Die haben hier direkt ihren Wohnhausplatz. Das heißt, die sind da angenehm aufgehoben. Können sich da entspannen. So, gibt es hier noch irgendwelche Kisten oder so? Sieht nicht so aus, ne? Lasst mal hier hinter die Burg lupschen. Nee, da ist nichts. Nur mal gucken. So. Ja, Dario muss hier dann irgendwie rein und infiltrieren. Pff, was ist da? Das kann natürlich was werden. So. Und Sold werden gezahlt. Ja, die veredeln jetzt alle fleißig. So macht das wirklich keinen Spaß. Ah, die haben natürlich hier noch kein Wohnhaus, die Kollegen. Die benötigen dann natürlich eins. Wo bauen wir das denn am besten hin hier? Auch hier so? Ja, vielleicht, ne? Vielleicht am geschicktesten. Ah. Wird erledigt. Ah, ihr macht das schon, ne? Ihr macht das schon irgendwie. So, der Lehmhaufen ist schon fast abgearbeitet. Geht man da zuerst hin? Oder? Nee, Moment. Oder nee, den da erst. Vielleicht kriegen wir hier nämlich dann sogar noch ein Wohnhaus rein. Können wir noch ein weiteres Wohnhaus hinsetzen. Motivation ist ziemlich schlecht, aber wir könnten ja theoretisch ein paar Uhren spammen. Wird die Motivation besser. Warum will hier... Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächsten. Wollte schon sagen. Okay, dann ist das Haus eigentlich erstmal überflüssig, ne? Ist das Haus erstmal komplett überflüssig? Ja gut, was soll's. Was soll's? Jo. Nicht so wild. Wird erledigt. Gehst ein bisschen Eisen hacken da drüben auch. Ja, das geht so voran. So, Dario kann gleich infiltrieren. Dauert nicht mehr. Dauert nicht mehr sehr lang, bis es soweit ist. Und jetzt können wir anfangen, hier ein paar Bauernhöfe zu ballern. Wo denn hin am besten? Ah, da passt tatsächlich einer hin. Okay, dann machen wir das direkt. Machen wir da einen hin. Und ja, ich weiß, da muss noch mehr veredelt werden. Ah, Bauernhöfe würde ich ja schon ganz gerne bauen, ne? Ich baue auch einfach ein. Ist mir egal. So viel Lehm werden wir jetzt auch nicht benötigen. Das ist schon okay. Sobald das einmal anläuft, die müssen halt einmal richtig arbeiten, ne? Die müssen halt einmal richtig versorgt sein und dann ist in Ordnung. So, bauen wir noch einen weiteren Bauernhof hierhin. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus, würde ich sagen. Dann sollten wir nämlich perfekt aufgerüstet sein. Okay. Gut, dann könnt ihr jetzt hier weiter arbeiten. Und wir bauen hier eine Uhr hin, irgendwo. Da mitten rein. Damit die Leute auch immer wissen, wie spät es ist, wenn sie rauskommen. So, Dario kann infiltrieren. Dario Südtür ist nun offen. Ihr solltet euch beeilen.
Finde ich aber auch cool, dass sie hier... Ja, Dario ist vielleicht doch ein bisschen weit weg. Okay, betretet mit Dario die Stadt, erkundet die Gegend, aber haltet euch von den Wachen fern. Entdecken sie euch, hier werden sie andere Wachen alarmieren. Okay, das klingt so, als sollten wir nochmal speichern. Bevor es irgendwie richtig rund geht hier. Ja, mal sehen. Das kann ein bisschen dauern. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Okay, erstmal speichern. Hier in Dämonenzeit. Super alte Karte. Das ist ja eine ewig alte Karte. Meine Güte. Ist okay. So, hier. Bauernhöfe sind ja fertig. Motivation ist leider nicht sehr gut. Aber das wird sich schon noch ändern. Ich werde mir... Ja. Oh. Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Okay, das war also direkt eine Wache. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. So. Tschüss. Lauft weg hier. Ah, ein Leibeigener. Hallo. König Dario, seid ihr das? Wahrhaftig. Dann seid ihr tatsächlich hier, um diesen Schrecken zu beenden? Seit unser Bürgermeister krank ist, nehmen sich die Soldaten, was sie wollen. Sie machen die ganze Stadt unsicher und verbreiten Schrecken. Ich suche nach Antworten. Was haben diese ganzen Wachen hier zu suchen? Früher war es hier viel ruhiger. Ja, tatsächlich, ne? Ja, ganz recht. Niemand wagt es, etwas zu unternehmen. Sein Sohn Robert, ein guter Bursche, sollte des Bürgermeisters Dienst übernehmen, bis er wieder gesund ist, so heißt es. Doch er wurde schon seit langem nicht mehr gesehen. Ach, Robert ist der Freund von dem Dieb. Haha. Vermutlich wird er gefangen gehalten. Leider wird die Burg zu gut bewacht, um dort Nachforschung anstellen zu können. Ach, was rede ich? Zu mächtige, korrupte Männer nisten in der Burg. Darum kümmere ich mich. Sorgt nur für die Ablenkung. Lockt die Wachen von der Burg weg. Okay. Sehr gut. Da sind übrigens wieder Wachen. Die laufen da oben rum. Wie ihr wollt. Weiß jetzt nicht, wo die hier hinwollen. Okay, laufen weg. Also, wir haben mit einem von fünf Siedlern geredet. Oh. Na, die sollten wir... Oh, was ist das denn jetzt hier? So gut ich kann. Okay. Sehr wohl. Tricky. Ich habe ja meinen ersten Move schon mal verspielt gehabt, ne? Ich kann natürlich mit dem Falken jetzt gleich mal hier mich irgendwo in Ruhe irgendwo hier in die Ecke stellen und mal den Falken fliegen lassen. Mal sehen, ob der was Schönes sieht. Die Stadt scheint ja riesig zu sein. Ah, wo wollt ihr hin? Ihr wollt nicht zu mir, hoffe ich. Ihr wollt nicht zu mir. Ah, ihr wollt zu mir. In Ordnung. Ja. Oh, war ja. Da war aber knapp. Ja. So. Unser Falke fliegt da oben lang. Ja. Okay. Hier sind ganz viele Schatzkammern. Okay, verstehe. Ja, bislang aber sonst kein Siedler. Ich hieß eine Motte. Ah, ja. Gut. Verstehe. Okay, da stehen auch noch mal ein paar Leute. Ja. Es wäre fies, wenn das Kerberos-Fragment hier versteckt wäre. Gut. Ist es zum Glück ja nicht, aber wäre fies. So, komm mal hier runter kurz. Ich muss mich mal kurz um meine Leibeigenen kümmern. Die müssen hier ein bisschen was machen in der Zeit, wo wir hier nichts lieber als untätig rumstehen. Wenn's denn so. Sein muss. Okay, Dario, schauen wir mal weiter. Haben wir jetzt eigentlich schon... Ich hab die Schwefelmine immer noch nicht gebaut. Ich Trottel. Kein Problem. Das sollte ich mal langsam machen. Okay, hier unten ist natürlich nichts, ne? Hier ist der anscheinend so der Ort, wo Dario sich da mal ein bisschen erholen kann, wenn er mal ein bisschen Ruhe braucht. Wenn er sich mal ein bisschen... Ah, na bitte, ein Leibeigener. Mit dir quatsche ich doch gleich mal. Hallöchen. Ich stehe euch zu Diensten. Was kann ich tun, mein König? Siste, der kennt uns. Der weiß immerhin, was Sache ist. Sorgt für Ablenkung, indem ihr die Aufmerksamkeit der Wachen von der Burg weg in die anderen Stadtteile lenkt. Ich gebe ein Zeichen, wenn es beginnen soll. Okay. Dario, der Infiltrator, infiltriert die eigene Burg. Also, nein, ist ja nicht die eigene Burg, ne? Oh, kommt auch noch ein Bauer raus. Okay, nice. Schauen wir mal. Ob der gute Siedler uns helfen kann. Moment, hier sind schon wieder... Ah ja, ihr seid fertig. Klar. Belegt, logisch. So, für den Bauernhof ist hier nirgends Platz. Schade. Und du kannst jetzt auch mal ein bisschen... Guck mal, die sind tatsächlich jetzt schon so weit vorgedrungen. Ja. Okay, Dario muss weitergehen. Hoffen, dass hier niemand... Sehr wohl. Okay.
da oben laufen Wachen rum. Ach du Heide, Herr Strohsack, ich muss hier auch noch durch so ein Tor. Ja. Geht es hier raus oder in einen anderen Bereich der Stadt? So gut. Na gut, die Bogenschützen sind erstmal weg, das heißt, ich kann hier erstmal langlaufen. Oh, da sind wieder Wachen. So gut ich kann. Wie ihr wünscht. Okay. Ich meine, ich will ja meine Spezialfähigkeit nicht unbedingt erstmal einsetzen, wenn es sich vermeiden lässt, ne? Hallöchen. Ich stehe euch zu Diensten. Was kann ich tun, mein König? Sorgt für Ablenkung, indem er. Okay, ja. Also im Prinzip genau dasselbe, was auch der andere Typ. In Ordnung. Was ich mit dem anderen Typen bequatscht habe. Okay. Sonst nichts weiter. So, gibt's hier irgendwie Platz für den Bauernhof? Naja, geht so, ne? Ziemlich weit weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Na ja, gut. Ja, mein Gott. Oh Gott, ist das viel. Ah, wir haben jede Menge Stein. Können wir ausbauen. So und wir haben nicht so viel Holz tatsächlich. Gut. So, wie weit geht es hier denn noch, bitte? Sehr wohl. Ist hier oben etwa die Burg? Ja, mein Lord. Ich würde schätzen, dass hier oben die Burg ist. Sehr wohl. Liegt sehr nah, ne? Ich lasse mal meinen Falken dahin flattern. Ist sehr naheliegend, dass hier die Burg steht mit der ganzen Verzierung. Oh, ne, hier ist eine Reiterei. Okay. Hier ist eine Reiterei, nicht die Burg. Na gut. Gut. In Ordnung. Laufen wir hier mal weiter. Ich finde geil, wie hier die ganzen Leute rumlaufen. So ein paar Kundschafter und hier so ein paar andere Damen und Arbeiter und so weiter. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Okay, wo geht's denn hier ganz hin, ey? Ja, Mann. Ist hier die Burg? Ja. Heidewitzka, ey. So viele Leute, hier ist ja richtig was los. Ja, mein Gott. Ja, richtig Trubel in der Burg. Aha, okay, da oben sind wieder irgendwelche Leute. Wie ihr wollt. Sonst ist hier gerade nichts. Wie ihr wollt. Oh, wow, ey, Alter, das ist ja hier... Das ist ja echt eine riesige Stadt, aber richtig nice designed. Gefällt mir. Wie ihr wünscht, meine Herren. Guckt euch dieses Treiben an. Wahrscheinlich auch extra so, damit nicht auffällt, wenn irgendwelche... Okay, die ziehen nach da oben ab. So gut ich kann. Gut. Okay. Wenn die nach da oben laufen, ist ja okay. Wie ihr wünscht, meine Herren. Dann laufen wir erstmal nach hier. Ah, okay, da ist die Burg. Okay, da ist die Burg also. So. In Ordnung. Jetzt ist aber nur die Frage, wo haben wir noch weitere Siedler, die uns noch ein bisschen weiterhelfen können. Oh, halt, Momentchen mal. Da wollen wir jetzt natürlich nicht reinlaufen. Müsste jetzt da stehen bleiben. Lauf mal wieder weg. Ja, danke. Oh, gibt's nichts mehr zu holen? Aber gern. Oh, ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ja, ist gut. Geht halt ein bisschen Eisen hacken. So. Gut. Meine Wirtschaft lahmt, weil ich natürlich jetzt überhaupt nicht. Ah! Kommen ja nochmal neue. Wie ihr wünscht, mein Herr. Was soll das denn hier? Gut. Toll, ist der eine Trupp weg, da kommt gleich der nächste Trupp, oder wie? Gut. Wie komme ich da jetzt vorbei? Eben war es doch auch nicht so belebt hier. Wie ihr wollt. Ja. Was machst du da, Dario? Ach, du Trottel. In Ordnung. Ja, mein Lord. Wie ihr wollt. Okay, schlag die mal weg. Solange ihr es könnt. Ja, schlag sie weg. Wird angegriffen. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Meine Güte. Ja, mein Lord. Sehr wohl. Das war ein bisschen sehr merkwürdig jetzt. Macht sie sehr wohl. Warum Dario da so einen Umweg läuft. Achso, der Ballistaturm schießt noch auf mich. Sehr wohl. Das ist aber frech. Sehr wohl. Ist aber sehr frech vom Ballistaturm. Ja. Okay. Sehr wohl. So, ich muss jetzt erstmal einen ruhigen Bereich finden. Sehr wohl. Diese Ballistertürme, die sind immer noch hier wie wild. Sehr wohl. So gut ich kann. Okay, aber jetzt hat sich Dario erstmal wieder beruhigt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Boah, ey, wo sind denn hier noch welche? Wie ihr wollt. Ich sollte vielleicht erstmal speichern wieder, ne? So zwischendurch. Sehr wohl. Wäre vielleicht gar nicht so doof, nochmal einen Speicherstand anzulegen. Ja, mein Herr. Wenn wir hier gerade mitten in den Bergen sind. Hier es sind aber auch keine Siedler. Wieso sind hier nirgends Siedler? Gut. In Ordnung. Zwei Leibeigene brauchen wir noch. Die müssen sich doch irgendwo hier in diesem Gebiet verstecken. Sehr wohl. Müssen wir hier irgendwo rumlaufen. Ah, jetzt sind wir wieder bei der Burg. Ach, Mist. So gut ich kann. Ja, Gott.
Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, nicht so schön, so ne? So gut ich kann. In der Mitte Burg. Gut. So. Ich sollte hier echt erstmal speichern, ne? Während wir hier, wenn wir hier irgendwo in Sicherheit sind. Aber die Frage ist, wo stehen wir in Sicherheit? Gibt es überhaupt sowas wie Sicherheit? Ich denke mal hier hinten vielleicht. Ich speichere hier mal kurz. Mal kurz einen Speicherstand machen. So, Licht und Schatten, auch eine schöne alte Karte. So, und wie gesagt, halbe Stunde ist warum, aber das interessiert mich heute nicht. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. So, das Einzige, was ich jetzt nur schnell machen werde, ich werde jetzt eine Burg, eine Kirche bauen. Ich denke mal, dass wir genügend Steine veredelt haben. Ja, locker. So, das heißt, wir können hier mal eine Kirche reinsetzen. Soll ich die da unten in den Sumpf setzen? Warum sollte ich das tun? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Könnt ihr hier uns eine Kirche bauen, hier irgendwo in der Nähe? Ja, guck mal hier so. Das wag ich nicht. Eine schöne Kapelle. Gut. Okay, Dario kann weiterlaufen. Hier ist aber auch nichts, ne? Alles weg. Lass mal kurz euch noch da stehen. Ja, mein Gott. Die sollen mal kurz weglaufen. Ah, die stehen ja immer noch. Lauft mal weg. Los, weiter mit euch. Da unten, ich muss wieder ins Stadtzentrum anscheinend. Ja. Um ein paar Leibeigene zu finden. Gut. Mit denen ich noch quatschen kann. Egal, was ihr wolltet. Anscheinend. Tritt in eure Dienste. Oh Gott, ey. Alle Bauernhöfe sind belegt. Zack, bauen wir mal aus direkt. In Ordnung. Wie so, Dario, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen, ohne dass irgendwelche Leute uns entdecken. Ja. Sehr wohl. Lalalala, Hallöchen. So gut ich kann. Eure Arbeiter bezahlen. Achso, die bleiben da stehen. Okay. Die bleiben da stehen. In Ordnung. Fertig. Wie ihr wollt. Dann können wir ja einfach nur warten. Sehr brauchen wohl. Wir ja nur warten, bis die weg sind. So. Was jetzt bereits der Fall ist. Sehr wohl. Oh, so und da kommt auch schon oben wieder irgendwas wie ihr wünscht, an. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ein paar Armbrustschützen. Zum Glück sehen die nicht so viel. Das wie ist ja schon mal beruhigend. Wie ihr wollt. In Ordnung. Ich finde es allerdings trotzdem nicht so toll, dass hier. Ja, ich weiß, dass sie mit Leib eigentlich nichts zu tun haben, aber jetzt hier im Stadtzentrum ist es ein bisschen gefährlicher. Da ist wieder einer. Okay, sehr gut. Sehr das schön. Gebäude ist nun aus. Herr Leibeigener. So, was kann ich tun, mein König? Aufmerksamkeit der Wachen. Okay, so. Das ist schön. Das ist sehr schön. Um all eure Siedler versorgen zu können. Okay, kann ich direkt nochmal ausbauen, wenn ich will. Hammer. Hammermäßig. Brauche ich aber nicht. Ist schon okay. Sehr wohl. Ist schon okay. Oh, guckt mal, da kann man sogar auf den Weg darauf. Okay, interessant. Ja. So, einen Leibeigenen brauchen wir noch. Gut. Ah, hier steht sogar eine Münzstätte. Ach, gut. Mensch. Wurde die Karte etwa mit den Grafiken des Balancing Stuffs verwendet? Ja. erstellt? Keine Ahnung. Gut. So, die Typen da, die waren mir gerade egal. Ja. Ich muss jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Mal schauen, was es hier sonst so gibt. In Ordnung. Hier muss ja noch irgendwo ein Leibeigener rumstehen. Wir haben ja sonst schon so ziemlich alles abgegrast. Gut. Das heißt, theoretisch sollte er hier sein irgendwo. Hoffen wir mal. Nicht, dass ich einfach irgendwo was übersehen habe und dann nochmal den ganzen Weg zurückgelaufen muss. Das wäre sehr unschön. Oh, okay, da stehen wieder Wachen. Gut. Einige Wachen. Gut. Geh nochmal kurz nach hier. Ja, so. Kommt hier was? Gut. Steht hier jemand? Niemand da? Ja. Da. Ja. Da ist er. Okay, gut. Wir haben sie alle. Okay, ich stehe zu Diensten. Aufmerksamkeit der Wachen. Okay. Ich sollte mir einen anderen Ausgang suchen. Nutzt Darius Heldenfähigkeit. Neu. Wieso neu? Auftrag. Die Flucht. Findet einen Weg aus der Stadt zu entkommen. Nutzt Darius Falken. Dann sollte ich mich aber erstmal irgendwo hier hinstellen, wo ich vielleicht nicht entdeckt werde.
Und wieso ist der Falke jetzt neu? Flieg! Keine Ahnung. Flieg mal, lieber Falke. Wieso neu? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah, Darius Falke zeigt die Richtung zu eurem Ziel. Oh, verstehe. Okay, aber jetzt fliegt er ja gerade. Okay, er zeigt die Richtung zum Ziel an. Okay, da muss ich natürlich warten, bis er wieder da ist. Ist ja klar. So, die sehen mich nicht, ne? Oh, das ist natürlich nice. Gut, dass ich da gerade drauf geklickt habe. Ich habe so gerade gedacht, ich guck mal, vielleicht sieht man ja was, wenn man dann in die Vogelperspektive geht und habe mich gewundert. Ist ja gar nicht in die Vogelperspektive gegangen. Ah, nach da. Nach da also. Sehe ich das richtig? Nee, jetzt fliegt er nach da. Sehe ich das richtig? Also na gut, er fliegt immer nach Norden. Okay, das heißt irgendwie nach Norden müssen wir. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir, dass hier niemand uns entdeckt. Okay, ist erstmal okay. Ja, und weiter nach hier. Augenscheinlich. Augenscheinlich immer weiter nach hier. Ah, verstehe. Okay. Hab's. Wie ihr wollt. Ja. Ich hab den Weg. Ich hab den Weg gefunden. Wie ihr wollt. Ah, sehr nice. Da können wir die Mauer einfach zerschroten. Okay, ja gut, da hätte ich meinen Falken ja nicht mal für gebraucht. Okay, nice. Gefällt mir. Sehr schön. So, Mauer kaputt prügeln. Zack, ist die Mauer im Eimer. Nun aber nicht zu weg hier. Okay, gut. In Ordnung. Können wir erstmal raus. Ja. Okay. Ah, ich habe einige Siedler überzeugen können, einen Aufstand zu starten, um die Wachen von der Burg wegzulocken. Wir müssen ihnen nur ein Signal geben. Ausgezeichnet. Baut mir eine Alchemistenhütte und ich kümmere mich um das Signal. Wenn es losgeht, schleichen wir uns in die Stadt und infiltrieren die Burg. Ihr habt eine neue Herausforderung. Nice. Okay, gut. Neue Herausforderung, Alchemistenhütte. Ich möchte aber trotzdem gerne auch noch Lager oder so, weitere Steinmetzhütte bauen. Das war hier so ein bisschen... Ne? Uns noch ein bisschen mit Rohstoffen versorgen können. Also sie meinen ja irgendwie, Bauplatz ist hier unten im Sumpf, wenn wir trocken legen, ne? Aber hier ist irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz in diesem Sumpf. Nicht so wirklich. Ja, gut, mein Gott. Ist nicht so wild. Ihr baut hier jetzt erstmal die Steinmetzhütte hier vorne hin. Ja, bitteschön. Ja, die Ziegler, die veredeln ganz ordentlich, ne? Kirche könnte ich ausbauen, 600 Steine. Ja, haben wir doch alles. Geht ihr noch ein paar Steine hacken, bitte? So, ach, guckt mal hier. Da fehlen auf jeden Fall einigen Leuten nach wie vor noch irgendwelche tollen Gebäude. Das ist ja doof. Das ist ja sehr unschön. Ah, es ist aber sind schon eine ganze Menge Rohstoffe, die wir hier haben. Ist schon sehr gut. Das läuft schon. So, also, wir brauchen eine Alchemistenhütte. Dann kümmern wir uns um das Signal. Okay. Die Lehmgrube hat gar nicht mehr so viel zu fördern. Die Eisengrube hat noch jede Menge Eisen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, Lehmgrube. Also, wir haben kein Lehm mehr, ne? Wir haben nur diese... 5000 Lehm, das heißt, wir müssen veredeln. Gut, so viel Lehm werden wir halt im Leben nicht benötigen. Oh. Baut mehr Bauernhöfe, hoppala, um all eure Siedler versorgen zu können. Okay, das ist natürlich jetzt schon ein Problem mal wieder, ne? Ein Problem. Wenn's denn sein. Wir bauen hier ein Wohnhaus. Ja, und dann müssen wir auch die Burg ja mal ausbauen gleich, ne? Ja, schauen wir mal. Okay, also noch ein bisschen die Wirtschaft stärken. Auftrag, Aufstand. Ja, baut die Alchemistenhöhe. Weil die doch nach wie vor Abstand zur Stadtmauer. Okay.
Fertig, Meister. Weswegen wurden die beiden Siedler erschossen? Dario sollte dem auf den Grund gehen, baut die Siedlung. Ja, das kennen wir ja. Belegt, das haben wir nach wie vor. Ausbau fertig. Ja, baue ich direkt auf die höchste Stufe aus, oder? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ist doch am sinnvollsten. Ist doch am sinnvollsten. Ja, warum nicht? Machen wir und noch ein weiteres Wohnhaus. Abpasst direkt hier neben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja mega geil. Aber was nicht so mega geil ist, dass wir hier keinen weiteren Bauernhof hinpflastern können. Doch, da. Da können wir noch einen Bauernhof hinknallen. Okay, gut. Läuft. Kriegen wir hin. Segnen. Ja, mein Gott, ich muss die Burg auch ausbauen. Ist mir ja schon klar. Nicht die Burg, sondern die Kirche. Ist mir doch klar. Kein Problem. So, können auch die Steuern wieder hochsetzen. Dann können wir die Steuern wieder hochsetzen und sind alle glücklich. Theoretisch zumindest. Praktisch wahrscheinlich nicht. So, zack. Wunderbar, ein weiterer Bauer. Und wir kriegen ordentlich Taler. Wir brauchen jetzt halt nur noch gleich die Alchemistenhütte, die wir dann natürlich am geschicktesten hier in die Nähe setzen. Ja, bauen wir mal hier hin. Bauen wir einfach mal dahin. Stört ja jetzt nicht weiter. Schwefelbergwerk. Ja, warum nicht, ne? Na gut, so viel Schwefel brauche ich nicht. Ich schätze mal, er wird wahrscheinlich so 2000 Schwefel vielleicht haben wollen, damit er dann hier was Tolles draus macht. Aber viel mehr wird es dann auch nicht sein, glaube ich. Jetzt haben wir ganz schön viele Steine ausgegeben gerade. Ja, es waren einige Steine, die wir jetzt da zum Fenster rausgeschmissen haben, aber es ist okay. Ein Wohnhausplatz fehlt. Ach, hier. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Ah, so, dann geben wir nun das Signal. Wirklich? Okay, in Ordnung. Los geht's. Wirklich? Dann muss ich aber nochmal speichern. Okay, der Aufstand läuft. Okay, wie lange geht das jetzt noch hier? Okay, da ist auch Aufstand, da ist auch Aufstand. Okay, die Wachen der Burg werden nun deutlich weniger an der Zahl sein. Begebt euch zur Burg. Okay, ich möchte trotzdem einmal speichern hier. Hammer. Finde ich geil. Vor allem auch, dass die schönen Soundeffekte eingebaut worden sind. Finde ich super. Finde ich hammergeil. So. Also, Spielstand wird überschrieben. Ja, ja, komm, komm, komm. Kommt, 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 Leute. Speichern. Da, speichern kann auch ein bisschen schneller gehen. Na los. Okay, auf geht's, Dario. So, auf demselben Wege wieder in die Burg, wie du auch gekommen bist. Natürlich. Oh, der Dieb kommt auch mit hinterher. Alright. Ihr drei habt nichts zu tun. Bauen wir noch ein Wohnhaus hier hin. So. Wir sollten uns trotzdem nicht direkt an den Mauern entlang wagen. Sondern lieber ein bisschen weiter außen rumlaufen. Okay, das ist ja hier. Leute. Ganz vorsichtig. Nicht irgendwie irgendwelche Dummheiten machen. Ja, halt, wahrscheinlich muss dieser Dieb jetzt auch einfach überleben, ne? So, hier, richtig schön Motivationsschub. Ah, das tut gut. So, kommt her. Komm her, Kollege. Wir schauen mal. Wir müssen natürlich hoffen, dass hier nicht gleich die Typen ankommen. Schauen wir mal, wo die sind. Armbrustschützen. Ja, sind bislang noch nicht zu sehen. Das heißt, wir sollten es schaffen können, hier durchzukommen. Ja, okay. Ja, schaffen wir. Das schaffen wir doch mit links. So. Jetzt hier langlaufen. Die Leibeigenen haben Aufstand angezettelt. Finde ich geil. So, ich muss natürlich trotzdem vorsichtig sein hier, ne? Der Dieb darf nicht sterben.
wie ihr wollt, wie ihr wünscht. Ich brauche trotzdem noch mehr Bauernhöfe. So, warte, wo ging es jetzt zur Burg? Ja. Halt! Ja. Der Dieb hat sich festgebackt. Komm her. Ja. Wie ihr wollt. Komm her, Roman. Wir müssen Robert finden. Wie ihr wollt. Ja. Okay. So gut ich kann. Hier ist die Motte. Es ist bislang ja echt ein Kinderspiel, hier durchzumarschieren. So, und wo war die Burg? Hier noch nicht. Doch, hier ist die Burg. Wie ihr wünscht, hier ist die Burg. Okay. Wir sind drin. Wir sind drin. Was geht ab hier? Was geht ab hier? Oh weh. So, jetzt kommt hier gleich Kerberos. Kerberos steht dann da plötzlich und sagt, hallo. Seltsam ruhig hier. Die Wachen sind wohl dem Lärm draußen gefolgt. Tja, weiß ich nicht. Es ist eine trügerische Stille. Ich wette, hinter einer dieser Türen befindet sich der Regent. Regent Kerberos. Er mal wieder. Oder ist es einer seiner Handlanger? Nur hinter welcher? Ich befürchte, wir laufen dem Ärger genau in die Arme. Wir sollten vorsichtig wählen, wo wir nachschauen. Okay. Es ist wieder Rätselzeit. Gibt bestimmt irgendwo ein Rätsel. Oder eine 50-50 Chance. Okay, nutzt Darius Fähigkeit um die richtige. Aha, okay. Alright. Zeig uns den Weg. Zahltag. Komm her. Mein Falke. Okay, hier ist nüscht. Da ist schon mal nüscht. Wie viele Türen gibt's denn hier? Also hier drüben führt ein Weg lang auf jeden Fall. Ja, gut. Ich schätze mal, dann ist es ja eine der Türen hier unten, wa? Wie weit geht's denn hier noch? Oh, hier sind natürlich noch ein paar Türen, ne? Sind da noch einige Türen hier? So gut ich kann. Ich kann hier auch außen rumlaufen, anscheinend. Okay. Gibt's hier noch mehr Türen? Ja. Ja. Vielleicht brauche ich Darius Fähigkeit gar nicht. Okay, doch, hier ist noch eine weitere Tür. Okay. Nix mehr da. Schauen wir mal. Kann ich dann jetzt gehen? Ey, ihr seid fertig. Ja, Mensch, dann hier. Hier sind noch mehr Steinchen. So, und ihr geht auch hier rüber. Wo fehlt denn? Ach, der Priester. So, schauen wir mal nach hier. Werter Falke, fliegen Sie. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Ha. Okay, hier gibt es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Warte mal. Falke fliegt gleich zurück. Das heißt, ich lenke ihn mal automatisch diesen Weg hier. Nee, hier ist aber auch nichts zu sehen. Ha, okay. Ja, wie ihr wollt. Keine Ahnung, bislang habe ich jetzt. Die Räume sind alle leer. So gut ich kann. Weiß ich nicht. Sehr wohl. Ich speichere auch gleich nochmal, bevor ich hier irgendeinen Raum betrete, aber ich sehe im Moment noch gar nichts, was mir irgendwie ein Hinweis sein soll. Ja. Ja, mein Lord. Okay. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Es ist. Gibt es hier noch eine Tür? Ah, hier ist auch noch eine Tür. Okay, okay, okay. Hier ist noch eine Tür. Aber da ist auch wieder nichts drin. Ah. Okay, er zeigt die Richtung. Ah, okay, wir müssen tatsächlich die Fähigkeit nutzen. Okay. Die Fähigkeit, hab's kapiert. Wir müssen also zu irgendeiner Tür hier unten. Eine der unteren Türen ist es in jedem Fall. Okay, komm mal hierher, Falke. Okay, Dario guckt nach da. Dario guckt einfach in die Richtung schon mal. Er guckt immer noch nach hier. Okay, ihr guckt jetzt nach oben. Ah, nee, er guckt quer. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, okay, es wird die Tür hier hinten sein. Höchstwahrscheinlich. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich gehe mal hier hin. Sehr wohl. Ja, gut. Okay, es ist die Tür. Alright. Okay, speichern wir nochmal und dann gucken wir uns an, was es damit auf sich hat. So. Den Spielstand können wir auch überschreiben. Okay, vielleicht sind wir sogar unterhalb von einer Stunde. Das wäre ja dann sogar gar nicht so krass lang. Für die 300. Folge nach wie vor. Wahnsinn.
geil. Dreistellig, jetzt nicht nur von der Ziffernzahl, sondern auch mit der Zahl vorne, ne? Ja. Okay, so. Wenn der Speicher natürlich noch länger dauert, dann kannst du ein bisschen dauern, nochmal überprüfen. Ja, ja, komm, das ist die Tür. Ah, der Regent. Welche Erleichterung, euch zu sehen, mein König. Bitte, helft meinem Sohn und mir hier heraus. Wer hat euch denn eingesperrt? Was macht ihr hier? Robert, schön, dich wiederzusehen. Nun aber nichts wie raus hier. Jo, nichts wie raus hier. Was sollen wir überhaupt machen? Ich meine, wir müssen doch eigentlich hier sagen, hier, wir sind der König, wir übernehmen die Herrschaft über diese Stadt. Tadam. Wer regiert denn hier? Ihr seht wieder gesund aus. Wieder? Okay. Doch ich fürchte, wir werden nicht so einfach hier hinausspazieren können. Ja, befürchte ich auch. Ich befürchte, wir werden uns ein wenig prügeln müssen. Wohl wahr. Zudem sind noch vier meiner vertrautesten Wachen hier irgendwo eingesperrt. Wir sollten sie auch befreien. Also, vier Wachen. Wir haben noch vier weitere Räume. Okay. Oder sind die alle in einem Raum? Kann auch sein. Okay. Die richtige Tür müssen wir wieder finden. Wieder mal. Wie ihr wünscht, mein Herr. Okay, in die Richtung auf jeden Fall. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Okay, die ziehen schon mal von dannen. Gut. Ja, mein Lord. Gut. Dann schauen wir mal, welche Tür uns jetzt zum Ziel führt. Okay, er guckt so ein bisschen nach hier. Es wird also eine der hinteren sein. In Ordnung. Ja, ich schätze mal. Ja, hier. In Ordnung. Die Tür. Gut. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist die Tür. Alright. Zack. Rinder. Schauen wir mal. Ah, da sind sie. Ha, Rettung. Sehr gut. Wir dachten schon, diese elenden, diese Tiere würden wiederkommen und uns schikanieren. Ja, kann passieren, dass sie wiederkommen. Deswegen sollten wir schnellstens die Flucht ergreifen. Tja, nun sind wir alle beisammen. Lasst uns diese Kerle aufspüren und zur Strecke bringen. Oh ja. Mit ein paar Leuten hier, vor allem Hellebardiere. Ah, wir machen das schon. So, wir müssen schon wieder die richtige Tür finden. Sehr geil. Gut. Welche Tür ist es jetzt? In Ordnung. Hier unten. Ja, mein Lord. In Ordnung. Ja, ja, mein Lord. Okay, jetzt müssen wir die Tür da unten. Ey, ich kann die gar nicht auswählen. Das ist ja gemein. Alright. Ja. Jetzt geht's hier rein. Oho, das sieht gar... das sieht gar nicht gut aus. Auf sie, Männer! Keine Gnade! Okay. Feinde greifen euch an. Zack. Ich nutze mal meine Fähigkeit. Ihre Steuern. Oh. Eure Ziegelmacher ist zu Tode betrübt. Oh, hoppala. Zu hoch sind. Das ist ja doof. Die Fähigkeit zeigt überhaupt keine Wirkung. Für Ruhm und Ehre. Ja, gut, egal. So, die sind down. Vielen Dank für eure Hilfe. Diese Schurken haben es tatsächlich geschafft, meinen Sohn Robert und mich hier einzusperren. Und die Stadtwache zu unterdrücken. Die meisten von ihnen sind tüchtige Männer, aber leider laufen viele nur dem nach, der ihnen das meiste zahlt. Ja, das ist leider oftmals ein Problem, nicht wahr? Da muss man was gegen tun. So. Und nun, was sollen wir jetzt dagegen tun? Wir müssen ja irgendwas dagegen tun, wahrscheinlich, ne? So, wenn ich jetzt gleich wieder Escape drücke, um das zu überspringen. Ja, okay. Jetzt, da ihr wieder wohl auf seid, könnt ihr die Stadt wieder unter Kontrolle bringen. Ihr solltet jedoch die korrupten Wachen aus dem Verkehr ziehen. Oh ja. Sagt, gehören diese Schurken zum berüchtigten Kerberos? Ihre Rüstung kam mir bekannt vor. Das kann gut sein. Sicher bin ich mir nicht. Aber sie redeten einmal von einem grausamen Mann, dem sie gehorchen müssten. Mit großen Hörnern und auf seinem Helm. Das hört sich sehr nach dem Kriegstreiber an. Meine Freunde und ich sind ihm auf den Fersen und hoffen, ihn bald zu fassen. Oh, puh, das war reichlich Aufregung. Auch wenn ich das Gefühl habe, wir sind Kerberos nur unwesentlich näher gekommen. Ja, aber ein bisschen. Haben jetzt alle auch ihre Kluft getauscht, alle schön was Grünes angezogen. Wir haben ihn vielleicht nicht zu fassen gekriegt, aber wir konnten viele seiner Truppen von hier vertreiben. Oh ja.
Und wo ist Yuki jetzt eigentlich hin? Die kommt bestimmt gleich wieder. Leute, ich habe einen neuen Auftrag für euch. Halleluja. Richtig. Außerdem haben wir ja noch diese seltsamen Fragmente gefunden. Ah, stimmt. Die Fragmente. Bonusziel. Was hat's damit jetzt auf sich? Hier. Bonusziel. Irgendwas Geiles. Wir kriegen jetzt noch irgendein geiles Geschenk. Ich habe mir das einmal genau angeschaut. Zu sehen ist eine Karte mit einigen Markierungen. Okay. Bonusziel. Weil ich meine die Karte, ne? Passiert auch irgendwas, wenn man die nicht findet. Wir haben anscheinend die wichtigsten Teile zusammengesetzt. Die Karte zeigt eindeutig unsere Königslande. Es ist nicht zu erkennen, wo sich Kerberos aufhält. Wohl aber sehen wir ein paar seiner Stützpunkte. Inshallah. Okay. Wird es also dort auch geprügelt? Oder ist das jetzt einfach schon für die nächste Karte? Dass man sagt, die nächste Map darfst du nur spielen, wenn du alle Fragmente gefunden hast. Oder es wurde sowieso mehr damit gerechnet, dass man alle findet. Manche davon gibt es schon gar nicht mehr. Doch zwei Städte scheinen besonders wichtig zu sein. Sie wurden mit Zeichen versehen. Eine mit Goldmünzen und eine mit deinem Schwert. Was das wohl zu bedeuten hat. Nein, einem gibt Geld in der anderen Soldaten. Ist doch wohl klar. Oder so ähnlich. Ne? Bin ich mal gespannt, was da noch kommen mag. Heidewitzka. Finden wir es heraus. Danke fürs Spielen. Oh, es gibt einen Knopf. Danke fürs Spielen. Vielen Dank fürs Spielen. Hat dir die Karte gefallen? Falls ja, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Ja, den gibt es definitiv. Vielen Dank für die liebe Karte und gibt ein paar schöne Videos dazu. Okay, die Fragmente, weiß nicht, ob die diese Cutscene hatten. Vielleicht hat man dadurch einen Hinweis erhalten, einen Tipp. Das mit der Goldmünze und dem mit dem Schwert ist vielleicht ein Tipp für die nächste Mission. Das kann natürlich durchaus sein. Dieser Karte werden wir uns ja auch demnächst widmen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Schauen wir erstmal hier rein. Oh, Gebäude, ja, logisch, ne? Helias, Pilgrim, Dario. Nee, Quatsch, nicht Helias. Wer war denn da? Salem. Salem, Pilgrim, Dario. Oder Pilgrim, Salem, Dario. Ach, keine Ahnung. Ist egal. Nee, Quatsch, Pilgrim war ja auch nur hier. Nee, das war Erek. Alles gut, alles entspannt. Salem, Pilgrim, Dario, so rum war's. So. Soldaten, hier halt mal ein paar, ne, zwischendurch. Motivation. Leibeigene. Mhm. Lustig, wie es immer auf Null gesetzt wurde, ne? Aber auch geil, dass wir am Ende noch alle Technologien dann hatten. Lehm, zack, alles wurde mir wieder geklaut. Wie frech. Eisen genauso, Taler genauso. Stein sieht man sehr extrem. Schwefel, ja, auch irgendwie lustig. Und dann hier alle Gebäude, die wir zerstört haben. Insgesamt verloren haben wir keins. Insgesamt 395 Feinde erledigt, 115 Truppen verloren. Insgesamt 34.000 Punkte. Tja, was gibt's dann noch zu sagen? Kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass wir tatsächlich jetzt durch sind mit der zweiten Mission der Kampagne. Und uns natürlich in der nächsten Folge Teil 3 widmen. Es wurde ja auch schon wieder eine schöne Karte vorgeschlagen. Die wird natürlich dann in der Kommentar-Section oder auf meinem Profil wieder zu finden sein für die nächste Umfrage. Welche Karte uns dann als nächstes erwarten soll nach Teil 3, werde ich wahrscheinlich dann auch ja, irgendwann die Tage schon freischalten, damit ihr aussuchen könnt und ja, mir somit schon wieder was mit auf den Weg geben könnt. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank für eure Treue, für eure ganzen Kommentare, eure Abos und ja, alles, was ihr mir an Zeit, Vertrauen und an Freude schenkt. Vielen Dank und auf weitere 300 Folgen und noch mehr hoffentlich. Bis bald. Ciao.